Okay, Freunde, seid ihr bereit für mehr Story-Action? Ich bin es auf jeden Fall und deswegen machen wir jetzt hier weiter. World of Illusions, Kabukas Treasures habe ich offscreen ein bisschen gemacht. Außerdem habe ich die goldene Kaktoren Level 20 auch offscreen gemacht. Habe ich alles geholt. Das heißt, das ist abgeschlossen. Ich zeige es nochmal ganz kurz hier, ne? Hier bis Stufe 3 ist alles komplett. Stufe 4 schaffen wir wahrscheinlich nicht. Das will ich aber jetzt auch nicht hier probieren, denn ich nehme diese Folge im Anschluss auf von der letzten Episode. Und ich möchte gerne weitermachen in der Storyline, Kapitel 3. Und da sind wir stehen geblieben vor einem Bosskampf. Und wir werden sehen, was uns hier erwartet. Es ist das da. Ein Vogel, ein Fliegevieh. Wenn es denn mal geladen ist, können wir uns anschauen, was dieses Vieh macht. Es ist ein Zoo. Okay, und es kann eine Group Bravery Magic Attack, das Ausmach Attack Down und Defense Down machen kann. Wenn er gebrochen wird, dann ist er anfällig. Ja, das ist ganz wichtig. Sollte man im Hinterkopf behalten. Und das ist eigentlich das Einzige, was wir wirklich beachten müssen. Wir müssen 3 oder mehr Breaks machen, innerhalb von 55 Runden gewinnen und außerdem ohne KOs hier durch. Das werden wir schaffen. Wir nehmen dieses Team mit. Ich habe Gefallen gefunden an Borth hier. Ich will nur noch mal ganz kurz ausrüsten mit passiven Fähigkeiten. Achso, ne, hier. Das haben wir neu dazu bekommen. So, das passt soweit. Dasselbe wollte ich auch noch ganz kurz mit dem Krieger des Lichts machen. Da kamen auch noch ein paar neue Sachen mit hinzu. So, perfekt. Und es könnte sogar sein, dass Cloud auch noch was dazu bekommen hat, was ich anlegen kann. Ja, hier genauso. Sehr schön. Und dann beginnen wir mal. Ich muss demnächst mal anfangen, meine Charaktere entsprechend aufzutunen ein bisschen. Ich schiebe das noch ein bisschen hinaus. Und ihr werdet auch sehen, warum. Hier gibt es ein paar Leute, die waren ein bisschen länger inaktiv und Leute, die länger inaktiv sind, schmeiße ich dann irgendwann aus der Freundesliste raus, wie zum Beispiel hier das Ding, ist schon viel zu lange inaktiv, ist auch keine große Hilfe mehr mit dem Charakter und dasselbe gilt eigentlich auch für Reiki 2, ja, der ist auch keine große Hilfe mehr, sein Charakter ist zwar noch, naja, Level 37, ich würde sagen, kicken wir auch mal raus, denn ich brauche meine Freundesliste ja nicht zumüllen mit Leuten, die nicht mehr aktiv spielen. Aber hier, der gute Rackler scheint auch aktiv zu sein, deswegen packen wir mal mit rein und beginnen. So, wir klicken mal auf Automodus, damit ihr das auch mal seht, denn der Automodus ist tatsächlich gar nicht so blöd. Der sorgt schon dafür, dass man nicht gebrochen wird in der Regel. Ich glaube, die meisten von euch sind auch im Automodus dadurch. Also, ich mache das jetzt im Prinzip so wie bei meinen regulären Final Fantasy Let's Plays. Da habe ich es ja auch immer gemacht, ne? Da habe ich auch den Automodus aktiviert. Bei Brave Exvius habe ich es ja auch teilweise gemacht, weil das einfach ist. Ne, man sieht ja immer, wen der Computer als nächstes angreifen will. Und wenn der Computer unser Team spielt, weiß er das schon. So, hier ist der Level 12 Zoo. Komm, wir rufen mal hier Cloud mit rein, einen weiteren Cloud, und machen hier Automodus. Ich glaube, der Computer weiß schon, was er tut. Der Gegner ist gebrochen, ihr seht es, der ist anfällig. Der Computer scheint nicht so genau zu wissen, was er tut. Er greift einfach die ganze Zeit mit Bravery Attacks an. Das hätte ich anders gemacht. Er macht Dust Storm, wirklich stark war das nicht, aber es hat uns leider gebrochen. So, wir haben die Gegner auch gebrochen. Und ich würde aber sagen, wir rufen hier den Chocobo. So, perfekt. Und dann hauen wir einfach HP-Attacks raus. Hier, eine nach der anderen. 1, 2 und 3. Der Gegner fliegt hoch. Wir machen Bravery-Attacks hier. Nummer 1. Nummer 2. Wir bauen damit wieder ein bisschen Bravery auf. Um ihm gleich den Rest zu geben. Nochmal der HP-Attack hier. So, sehr gut. Und dann finishen wir ihn mit Cross Slash. Läuft doch wie am Schnürchen hier, Freunde. Und wir haben mehr als 3 Breaks gemacht, also 3 Breaks mindestens.
So, ein neuer Story-Weg tut sich auf. Ihr seht es hier schon, ne? Wir können oben nicht weiter lang, aber wir laufen mit Sicherheit jetzt hier durch. Und das geht dann so lange, bis wir oben rumgelaufen sind. Und irgendwie kommen wir dann hier zu Torschen. At the Kingdom's Gate. Kupapo, we're here, everyone. How does Cypher plan on closing the torsions when he knows next to nothing about how it works? Good question. I guess we just have to hope he doesn't do anything foolish. They do not appear to be in the near vicinity. Perhaps they went elsewhere? Either way, I'm sure they are fine. They have each other. That should be enough. Well, there's no use in us worrying about it. Agreed. Let's focus on our task for now. Yes, we must keep an eye out. We are close to a torsion. No doubt, there are monsters lurking nearby. We should be extra careful then. Hier sind ständig Monsters nearby, ganz egal wo wir hinlaufen. Aber ihr seht es, wir haben ein paar optionale Wege. Level Ramp zu 7 ist clear. Und deswegen können wir dann auch hier durchgehen. Interessant. Und hier gibt es einen neuen Charakter für uns. Und den werden wir jetzt uns vornehmen. Wer mag das wohl sein? A Lone Stranger. You there. In the Academy, in the Academia Uniform. King! Where are the others? I haven't been able to get in contact with anyone since I wandered into this place. King, I know this is going to sound crazy, but we're not in our world. We are not in Orient anymore. Do you know him, Kupo? Is it just me, or does that Moogle look a little different than our usual military operation guide? Der Moog. So, Entschuldigung, der Moog hier in Final Fantasy Type Zero, der hieß da ja auch Moog, also M-O-G, aber das war eine Abkürzung für Military Operation Guide. It appears you were also summoned to this world to act as its savior. Alright. I get what's going on now. Surprised Ram was chosen out of everyone in Class Zero, though. Yeah, I can't believe someone as inexperienced as me was chosen either. That's not what I meant. You are ill, you know. It's nothing. I just get a little cough sometimes, so you don't need to worry about me, okay? It seems we have visitors. Ja, Ram ist krank. Für die Leute, die euch die Type Zero gespielt haben, die werden es wissen. Für alle anderen, die Type Zero nicht gespielt haben, gibt es jetzt einen kurzen Spoiler. Und wenn ich hier drauf geklickt habe, ist der Spoiler vorbei, okay? Also, Ram ist todkrank. Ja. Und das war der Spoiler. Wir machen jetzt weiter. wir müssen Ram in unserer Party haben. Das kriegen wir hin. Deswegen gehen wir mal ganz kurz hier auf Party. Und nehmen sie mit. Wo ist denn? Hier ist sie. Ich würde gerne Borth hier weiterhin mitnehmen. Aber Cloud ist mächtig. Aber ich habe ja euch. Deswegen mache ich mir da keine Sorgen. Wir lassen Borth hier weiter drin. Und gucken uns mal kurz die Enemies an. Müssen wir uns keine Sorgen machen. Also weiter geht's. Und wir nehmen mit. Von unten nach oben. Ihr kennt das Prinzip ja schon. Micha. Los geht's, Freunde. So, Bravery Attack Nummer 1, Nummer 2. Die könnten wir, glaube ich, auch brechen hier. Jawohl, wir haben beide gebrochen. Sehr gut. Und jetzt könnten wir den Bomber finishen. Das machen wir auch gleich mal. Dann ist er nicht mehr dran. Und jetzt hauen wir... Naja, das auf Ram abgesehen. Wir greifen einfach ganz normal an hier. So. Und dann machen wir einen HP Attack. Und das war's für sie. Perfekt. Jetzt habe ich Cloud gar nicht eingesetzt. Ich bin immer noch geistig im Event-Modus. Ich glaube immer noch, wir haben es mit richtig harten Gegnern zu tun. Aber die Story-Gegner sind ja nicht mal halb so hart. Für die Leute, die sich wundern, warum ich keine Draws mache, mir die ganzen Kristalle aufhebe, ich warte auf bestimmte Charaktere, ne? Also nicht wundern, wenn die Charaktere da sind, dann machen wir Power-Draws. Ram's Wish. King, could you do me a favor?
Could you keep my illness a secret from everyone else? Sounds like it really is serious then. That's more the reason why you shouldn't be fighting. No, I'm fine, really. Everyone's just so nice that I don't want to worry them. What a terrible liar. If only he were here for her, he'd know what to do. Ja, die Leute, die Type Zero gespielt haben, wissen natürlich, wer hier ist. So, wir machen den nächsten Kampf gemeinsam. Es sind zwei Battles dieses Mal. Wir müssen wieder Ram in unserer Party haben. Also ändern wir nichts. Die Gegner sind auch nicht wirklich stärker geworden. Deswegen scrollen wir mal ganz kurz hier runter. Und nehmen mit Flammenklinge. Flammenklinge ist auch lange inaktiv, aber noch eine große Hilfe. Deswegen packen wir mal mit rein. Also, los geht's. So, dann machen wir Automodus für die erste Runde. Perfekt, und hier wechseln wir Flammenklinge Squall ein. Und wir könnten noch keinen finishen direkt. Der hat so Squall abgesehen, der hier beide andere auf Ball hier. Ich würde mal sagen, wir verpassen den hier Solid Barrel. So, dann brechen wir mal den anderen hier. Zack. Ah, hat leider nicht geklappt. Oh, Borfir ist verzaubert. War ja klar, dass er sich von den Ladies um die Finger wickeln lässt. Wir greifen den da an. So, sehr schön. Und dann verpassen wir den hier, der es auf Squall abgesehen hat. Rensokuken! Und wir haben auch die Bosskampfmusik oder die Kampfmusik von Type Zero im Hintergrund. Sehr, sehr cool. Den verpassen wir einen HP-Attack. Hört euch das mal an. Sehr, sehr epic. Also ich kann Type Zero wirklich jedem empfehlen. Falls ihr euch gefragt habt, lohnt es sich, das Spiel zu spielen? Ja, es lohnt sich. Rank up! Also ihr seht schon, für manche Charaktere muss man bestimmte andere Charaktere aufgelevelt haben. Aber es geht eigentlich relativ schnell, Ram auf Stufe 7 zu bringen. A personal brand of justice. King, I was wondering, why don't you come with us? Yeah, come on. We could use another gunslinger and talented one at that. I was trained to use these handguns for war, not for protection. A guy like me isn't fit to fight for a noble cause like saving the world. That ain't a reason. Weapons are just tools that level the playing field. What matters is why you pull that trigger. What are your intentions? What's your purpose? My purpose. I was supposed to be a puppet for war back in my world. But my family and friends gave me purpose. Instead of hurting others, I decided to protect them with my magic. They're right, Kupo! Your noble intentions shall illuminate the path to righteousness. So, these are the values of the other worlds, huh? I can feel there's something here that wasn't in the shelter I grew up in, or academia, or even in Orient. I don't know, but if I believe everything the Moogle said just yet, I don't know if I believe everything the Moogle said just yet, but I'm in. I'll fight for this world and for myself. Ja, natürlich muss er irgendwie auch für sich selbst kämpfen. Wir haben auf jeden Fall King freigeschaltet. Uses Rapid Bullets to increase Turn Rate. Interessant, also im Prinzip Dauerfeuer und so. Sehr, sehr cool. Wir machen ein bisschen Action hier. Have Yuna in your party. Das kriegen wir auch hin. Deswegen wechseln wir jetzt mal ganz kurz um hier zu Yuna. So.
Ich weiß gar nicht, ob Freunde da auch gelten oder ob ich meine eigene Yuna da mitnehmen muss. Wir klicken einmal auf Begin und nehmen mit Draki. Los geht's. So, dann gehen wir in Automodus. Ich hoffe mal, dass unsere Leute dazu in der Lage sind, Yuna zu beschützen. Ich gehe mal ganz stark davon aus. Und wurden gebrochen, aber Breaks spielen hier glücklicherweise keine Rolle. Yuna konnte sogar einen Gegner brechen. Und das war's, wir haben den Kampf gewonnen. Jetzt habe ich Draki gar nicht eingesetzt. Aber Hauptsache, wir haben unsere Belohnung bekommen. So, was haben wir als nächstes? Zwei Runden auf jeden Fall. Das ist schon mal gut zu wissen. Und wir müssen jetzt keinen bestimmten Charakter in der Party haben. Deswegen wechsle ich hier nochmal aus. Und ich würde sagen, wir nehmen jetzt einfach weiterhin Balthier mit. Ah, nee, Balthier ist ja schon mit drin. Moment, wen müssen wir noch mitnehmen? Cloud war das, ja. So, sehr gut. Klicken wir auf Beginn, scroll nach unten und haben diesmal Nightmare mit dabei. Also, los geht's. So, wir gehen in Automodus. Oder wisst ihr was? Wir wechseln mal hier in Nightmare ein und gehen dann in Automodus. So ist richtig. Jawohl, also der Automodus funktioniert sehr, sehr gut. Ich habe da gerade ganz gespannt zugeschaut. Dachte mir, ich sag mal gar nichts, damit man ein bisschen Atmosphäre einfängt von den Kämpfen. Und ganz heimlich habe ich was getrunken nebenbei. Nur, dass ihr da Bescheid wisst. Wenn ich mal leise bin oder so, ne, und nichts sage bei den Kämpfen oder so, liegt das daran. So, wir haben noch mehr Forts. Und hier ist ein Tor, das sich öffnet. Make King and Ally. Das haben wir geschafft. Und das Tor öffnet sich. Ein neuer Weg tut sich auf. Und was haben wir jetzt? Einen neuen Kampf. Okay, also ich würde sagen, wir könnten eigentlich noch ein paar Kämpfe machen. Machen wir mal diese zwei Kämpfe hier. Das ist nur einer. Have Yuna in your party schon wieder. Das kriegen wir doch hin. Packen wir Yuna wieder mit rein. So. Und von unten nach oben ist Marzef als nächstes. Dann er hat auch Yuna. Ich würde aber sagen, dann wechseln wir unsere Yuna aus für die von Marzef. Das doch, macht doch viel mehr Sinn. So, wir greifen hier nochmal an. Zack. Und dann klicken wir auf Auswechsel und machen Automodus. Ja, die macht schon ein bisschen mehr Damage. Sehr gut. Ja, ich muss mich einfach dran gewöhnen oder mir angewöhnen, eure Charaktere am besten immer schon in der ersten Runde einzusetzen. Dann sieht man mehr davon, denn außer bei Bosskämpfen muss ich mir die Charaktere nicht wirklich mehr bis zur letzten Runde aufheben. So, machen wir mal diesen Kampf hier, der sich da aufgetan hat. Ist ja wieder so ein interessanter Seitenweg. Have King in your party. Ne, so seht ihr das, wenn man die Charaktere ignoriert, dann verpasst man Charaktere und verpasst auch Seitenwege. Deswegen sollte man da immer alles mitnehmen. Also nehmen wir King mit und nehmen hier Freeman mit und brechen auf. Ist nur ein Kampf, das bedeutet anstelle von unserem King. So wechseln wir Freeman Squall ein und machen Auto. Läuft doch wie am Schnürchen. Vor allem Hagel des Kristalle. Bis ich endlich die Charaktere habe, die ich haben will, haben wir tonnenweise Kristalle. Und ein weiterer neuer Weg tut sich auf. Im Prinzip egal, wo wir hier langlaufen, merke ich gerade. Machen wir noch diesen Kampf hier. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit in dieser Folge. Have King in your party. Passt soweit. Kann ich ja noch ein paar Leute mehr zeigen. Wir nehmen Sovios mit.
Ich habe ein paar andere, die ihr in der letzten Episode gesehen habt, hier in der Freundesliste offscreen benutzt, um ein paar Missionen zu schaffen. So, wir wechseln unseren King aus, wechseln Sovios ein und klicken auf Auto. Und das war's. Also, nein, wir haben sogar noch eine Runde. Ja, der Automodus gefällt mir richtig gut in diesem Spiel. Ich habe am Anfang immer gezögert, den einzusetzen, weil ich mir dachte, ah, wer weiß, ob der Computer so schlau ist. Nicht, dass der mich dann ständig in einen Break nach dem anderen reinheizt. Aber der weiß schon, was er tut. Also, wenn er in der Lage ist, jemanden zu finishen, macht er das. Und er guckt schon, wen der Computer angreift. Also es tun sich zwar andere Wege auf, aber wir haben das hier bekommen, Higher Guard Orb. Es tun sich zwar andere Wege auf, aber die scheinen nicht wirklich anders zu sein. Was ist denn, wenn ich den Kampf jetzt hier mache? Ein Kampf nur? Ja, dann müssen wir einen Break machen. Also wenn man King in der Party hat, kann man einen alternativen Weg nehmen. Und wenn man King nicht in der Party hat, muss man halt den regulären Weg nehmen. Aber jetzt einen großen Unterschied hat das jetzt ehrlich gesagt gar nicht gemacht. Vielleicht gibt es ja noch irgendwann Level, wo das einen Unterschied macht. Aber das sieht momentan alles gleich aus hier. Wir nehmen Siginio mit und dann beginnen wir den Kampf. Ist nur ein Kampf, das heißt, ich wechsle sofort Siginio ein. So, dann machen wir Auto und genießen die Show. Interessant ist auch, dass der Gegner uns hätte brechen können, aber der Computer scheint gewusst zu haben, dass der Gegner uns nicht brechen will und hat trotzdem eine HP-Attack riskiert und der Gegner hat ja dann auch mit einer HP-Attack angegriffen, beziehungsweise uns nicht gebrochen, also irgendwie scheint es der Computer auch immer zu wissen. Würde ich auch gerne wissen, vielleicht sieht man das doch irgendwie. Ah, guck mal, hier öffnet sich eine andere Tür, da brauchen wir Yuffie, King und Edge. Also war das da oben Story? Nein, hier ist Story. Da geht's also weiter, ne? Da kommen wir nämlich zu der Torschen. Aber ich würde gerne mal noch den anderen Weg hier gehen, der da oben ist. Das machen wir aber in der nächsten Episode, Freunde. Ich werde jetzt hier an der Stelle die Aufnahmen beenden. Lasst mir einen Daumen nach oben da, wenn sie euch gefallen hat. Ich hoffe, das war der Fall und ich hoffe auch, ich darf euch wieder begrüßen bei der nächsten Episode von Let's Play Dissidia Final Fantasy Opera Omnia. Vielen Dank und hoffentlich bis dann. Tschüss.